Herzlich willkommen zu diesem Video. Im letzten Video dieser Reihe haben wir ja Folgendes gedruckt. Und zwar Kamera-Equipment. Manche Sachen davon haben eher gut funktioniert. Ja, und manche Sachen haben halt so gar nicht funktioniert. Alles in allem war es aber relativ nice. Und jetzt habe ich mich gefragt, kann man auch andere Sachen aus dem 3D-Drucker machen und wie brauchbar sind die? Und jetzt pünktlich, wo ihr alle Sommerferien habt, interessiert es euch ja mit Sicherheit glänzend, wie heftig einfach Schreibwaren aus dem 3D-Drucker sind. Ich habe hier wieder 5 Sachen mitgebracht und ich würde sagen, die nehmen wir jetzt unter die Lupe. Dieses Video wird unterstützt von Grammarly. Wir starten und es geht direkt heiß her mit unserem ersten Gegenstand und zwar einem Klebeband oder Tesaroller. Kann man immer gut im Büro oder auch in der Schule natürlich brauchen. Ihr kennt es alle, so ein Ding kann man einfach einen Teser dann abreißen. Ich habe noch gar nicht so den Plan, wie das jetzt gleich funktionieren wird. Das Ding wurde quasi in einem Zug gedruckt. Ich sehe gerade, dass man das hier noch abbrechen muss. Genau, das war Unterstützung. Genau, ansonsten wurde das hier in einem Wisch gedruckt. Dann kommt jetzt quasi hier so eine Rolle rein. Kann man hier reindrücken, dann dreht sich die und dann kann man es hier noch so sichern mit dem Teil. Und jetzt kommt hier quasi, das muss ich nämlich jetzt noch überlegen. Warte, da gab es noch ein Teil. Sag mal, wo habe ich das denn? Ah ja, hier. Für hier rein gab es dann noch so ein Zackending. Dann kann man das hier jetzt quasi hier so, glaube ich. Nee, so rum nämlich. Ah ja, so rum. Und jetzt glaube ich, muss der hier... Hä? Bin ich dumm? Also ja, klar, bin ich. Ne? Also das war jetzt eine rhetorische Frage. Okay, Klebeband rein. Stachelding auch rein. Dann dieses Verdeck, das das Ganze nochmal finalisiert, kommt auch rein. Ah, da muss man kurz noch ein bisschen Supportmaterial hier vom 3D-Druck rausfriemeln. Mann, geh raus jetzt. So, jetzt aber. Dann macht man das hier drauf. Dann haben wir hier den Deckel. Das sollte jetzt gehen. Die Achse läuft. So, und jetzt schauen wir mal, ob das Teil hier kleben kann. Angenommen, wir haben jetzt auszusehen hier ein wichtiges Blatt auseinandergerissen. Passiert immer mal wieder. Können wir das jetzt hiermit schön... Ach, danke. Kleben tut's schon mal. Perfekt. Können wir das jetzt hiermit kleben? Zack. Na, also irgendwie fehlt hier noch ein Deckel. Fehlt hier nicht wirklich noch ein Deckel? Ich glaube, hier fehlt noch ein Deckel. Der war aber nicht dabei. Den habe ich irgendwie nicht mit ausgedruckt. Und dann ist natürlich noch so ein Problem, dass sich das hier da ein bisschen aufwickelt, ne? Ich glaube, ich habe es auch falsch rum gemacht, kann das sein? Ich drehe es mal um. Nee, jetzt geht es wiederum nicht. Hm, ich halte es aber auch für sehr wahrscheinlich, dass ich mich gerade mal blöd anstelle. Also, Klebeband kommt hier raus, reißt man hier ab. Also, mit dem Abreißen klappt nicht so gut. Also es geht. Es geht durchaus. Ja, also man kann es benutzen. Definitiv. Man kann es definitiv benutzen. Ist es auch ein solider Druck. Wenn man es jetzt halt hier stabil hält, kann man hier das gut abreißen. Ich weiß nicht wirklich, wofür das da ist. Nee, weiß ich echt nicht. Guck mal, vielleicht benutze ich es auch einfach falsch. Ich google es mal. Also scheinbar soll das sogar unten rausgehen. Nee, also oben raus funktioniert für mich definitiv besser. Aber, ey, es steht sogar. Das ist satisfying. Huch. An für sich, also dass es steht, ist cool. Kann man in die Hand nehmen, funktioniert. Ich würde sagen, das ist okay. Ne, da gibt es auch eine Schraube, die ich scheinbar nicht ausgedruckt habe, aber dann hält es halt noch besser. Ich finde, es ist ein guter Druck geworden. Also das sieht solide aus, hat mein Drucker auch ganz gut gemacht. Funktioniert auch echt nicht schlecht. Aber ob ich es jetzt brauche in meinem Leben, weiß ich nicht. Also die Dinger sind auf jeden Fall schon ein bisschen stumpf geworden, das muss man sagen. Vielleicht mit einem härteren Filamentdruck. Das war hier PLA. Mal eine ganz andere Frage. Kennt ihr das eigentlich, wenn ihr euch bei einer Diskussion auf der Arbeit oder in den Kommentaren bei YouTube komplett zum Affen macht, nur wegen eines kleinen Tippfehlers, obwohl ihr eigentlich das bessere Argument hättet? Das hört jetzt auf. Grammarly, der Sponsor des heutigen Videos, ist ein digitaler Schreibassistent, bei dem ihr in der kostenlosen Version sowohl grundlegende Grammatik als auch Rechtschreibvorschläge erhaltet. Das ist besonders hilfreich, wenn man kein englischer Muttersprachler ist. Und wenn ihr auf die Premium-Version von Grammarly upgradet, gibt es noch viel mehr Funktionen. Grammarly deckt hier wirklich alles ab, also Rechtschreibung, Grammatik, Schreibstil, aber auch Zeichen- und Kommasetzung, was meine absolut größte Schwachstelle ist. Und gerade die Vokabelvorschläge in der Premium-Version sind echt Gold wert. Grammarly schlägt hier zum Beispiel statt really interesting automatisch exciting und statt really good automatisch excellent vor, wodurch ihr natürlich direkt viel kompetenter wirkt, was natürlich auch für eure Karriere ein riesen Vorteil ist. Übrigens, Grammarly Premium hilft euch mit seinen Klarheitsvorschlägen auch, überflüssige Wörter zu entfernen. Und das ist besonders hilfreich, wenn ihr versucht, euren Standpunkt in E-Mails zu verdeutlichen. Also spart euch Zeit bei eurer Arbeit und Mails mit Grammarly. Geht auf grammarly.com/tomary, meldet euch für einen kostenlosen Account an und bekommt 20% Rabatt auf Grammarly Premium, um noch effizienter Zeit zu sparen. So, kommen wir zum nächsten Ding. Das ist auch ein richtig wildes. Das ist echt extrem wild. Das ist einfach riesig. Das ist echt einfach gigantic. Und hier ist was richtig Besonderes. Und zwar hier ist ein Kugellager mit eingedruckt. Und zwar ist da schon mit reingedruckt. Das heißt, ich glaube, ich kann das jetzt drehen und rütteln. Und dann sollte das hier frei brechen. Und dann sollten sich die Kugellager hier einfach frei drehen können. Ja, also einfach ein 3D gedrucktes Kugellager, wie ihr seht. Wäre natürlich ultra geil, wenn das funktioniert. Das da kommt wahrscheinlich hier auch rein. Aber ich würde jetzt erstmal, also irgendwie muss ich es ja jetzt hier mal in Gang kriegen, ne? Weil die müssen erstmal frei brechen. Ich habe jetzt hier kein Werkzeug, mit dem ich das irgendwie besser angreifen kann. Schwierig, Alter. Ich muss jetzt irgendwie die da halt frei friemeln, ne? Also das sollten eigentlich Kugeln sein, aber die sind ja unten ein bisschen crooked. Bin ich dumm? Print in place ball bearings allow the body to rotate freely like a fidget spinner. Ja, das würde ich jetzt auch gern glauben, aber ist halt nicht so, ne? Vielleicht muss ich hier ein bisschen Power drauf geben, aber ich habe halt auch Angst, dass es kaputt macht dann, ne? Oh, jetzt habe ich es frei.
Muss du kurz einmal knacken. Okay, das heißt, wir haben hier theoretisch Kugellager, aber die drehen sich jetzt nicht wirklich, ne? Es dreht sich, aber jetzt nicht wie ein Fidget Spinner. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel versprochen. Aber ja, also die Kugellager drehen sich gar nicht. Die Idee ist ja ganz nice. Aber ja, gut, also das funktioniert. Also hier dreht sich jetzt auf jeden Fall wirklich einmal rum. Dann gibt es hier nochmal diesen Standfuß. Ich glaube, der ist dafür da, ja, dass man hier drauf drückt und dann kann man es hier drehen. Das funktioniert not bad. Und jetzt haben wir hier quasi, das sind zwei Teile. Ne, ein Teil war das. Da kann man jetzt einen Stift dran machen. Das machen wir jetzt einfach mal. Zack, der kommt hier rein. Und wenn man den jetzt hier reinschiebt, dann wird er ja zusammengequetscht durch so einen geilen Mechanismus. Eigentlich echt clever. Und jetzt sollte das Ding ein Zirkel sein. Und ich probiere das mal aus. Also ich schiebe den jetzt mal wirklich hier rüber. Ist sogar ein Zentimeter angegeben hier. 6 Zentimeter, 5 Zentimeter. Ja, hier wird es ein bisschen eng. 4 Zentimeter macht er. Mehr geht nicht. Also 4 Zentimeter ist der kleinste Kreis, den man machen kann. Ich probiere das mal aus. Vielleicht wird es ja ein geiler Kreis. Okay, let's go. Ja gut, also ich hole mal einen anderen Stift, damit ihr das besser seht. Also da habe ich jetzt, muss ich gestehen, schon bessere Zirkel gesehen. Also diese ganzen normalen Zirkel, die man halt in Deutschland kennt, die basically wie so eine Pinzette sind, die man halt dann so rumdreht. Ich habe noch nie so einen komischen, weirden Weirdo-Zirkel gesehen. Probieren wir mal den Kollegen hier. Man muss halt hier auch einmal die Hand wechseln, ne? Ja, nee, Alter, also... Junge, also wer sowas benutzt, der hat echt nicht mehr, also der hat wirklich komplett, also das Gerät sieht ganz geil aus, die Idee ist auch cool, aber das wackelt halt hier. Ja, okay, wenn man es am Stift festhält, ist es vielleicht besser. Probieren wir es nochmal. Ja, nee. Ja, also es ist vielleicht besser als gar nichts, aber es ist wirklich nicht gut. Also es ist kein guter Zirkel, das kann man nicht so sagen. Das sieht echt cool aus, die Konstruktion. Das Kugellager ist eine geile Idee, funktioniert aber nicht. Ne, hätte man vielleicht auch einfach irgendwie anders drucken müssen, keine Ahnung, aber so hat es nicht funktioniert. Gibt 10 Punkte für die Idee, aber Umsetzung... Ja, Umsetzung ist eigentlich geil, aber die Idee ist einfach nicht gut. Ach, keine Ahnung, ihr habt es ja gesehen. Ne, war jetzt nicht der Bringer. Ganz im Gegenteil zu dem nächsten. Und darauf habe ich mich schon richtig gefreut, als ich das erste Mal gedruckt habe. Ist leider das Ding ein bisschen in die Hose gegangen, also habe ich es nochmal neu gedruckt. Jetzt hat es geklappt. Das heißt, wir haben jetzt das Ding hier und das sieht auch echt solide aus. Eigentlich perfekt. Also echt, also gibt ja eigentlich keine Unreinheiten. Echt stark gedruckt. Das ist ein Cheating-Stift, also ein Schummelstift. Damit soll man quasi irgendwie in der Schule halt einfach schummeln können und halt quasi bei Strafarbeiten direkt dreimal hintereinander das Gleiche schreiben können. Ich weiß nicht, ob das bei euch immer noch so ist. Bei uns war das so, man musste zum Beispiel in 2 DIN A4 Seiten schreiben, ich darf meine Hausaufgaben nicht vergessen, ich darf meine Hausaufgaben nicht vergessen. Und jetzt probieren wir jetzt mal, ob das damit schneller geht. Das Ding habe ich ein bisschen optimiert. Eigentlich hätte es nur hier links und rechts ein Loch gehabt. Ich habe in der Mitte auch noch einen gemacht. Kann man theoretisch in 3 Zeilen draus machen und nicht nur 2. Aber muss man natürlich nicht. Und wie gesagt, das ist natürlich viel zu groß. Also wer jetzt da versucht, einen Bleistift dran zu machen, der scheitert kläglich. Dachte ich mir auch so, hä, vielleicht haben die Amerikaner auch einfach so dicke Stifte? Ich glaube nicht. Na, Witz. Ich habe es nochmal modelliert und zwar in kleiner. Also ich habe es einfach kleiner skaliert, ich habe nichts modelliert. Und da können wir jetzt schauen, ob das funktioniert. Das wird schon mal schwierig, das da reinzukriegen. Also wenn das jetzt hier so drin ist, fände ich es ein bisschen witzlos, das jetzt so zu schreiben. Also man muss es wenn dann kürzen. Ich habe mir dafür jetzt so einen wunderschönen kleinen Stift zurechtgelegt, den ich eigentlich eh kaputt machen kann. Der Kollege muss nämlich jetzt ein bisschen leiden. Und zwar killen wir den jetzt einfach mal. Ich säge gerade einen Bleistift durch. Da bin ich mir jetzt gerade bewusst, ja. Ich weiß, wie lächerlich das ist. So, stabil. Wenn es dumm aussieht, aber funktioniert, ist es nicht dumm. Wie würde ein geisteskranker einen Stift spitzen? Das war jetzt aber eine geile Idee, oder? Könnt ihr nichts sagen. Das war super clever. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Darauf habe ich mich nicht am allermeisten gefreut. Das wird jetzt echt spannend. Also wie gesagt, es ist ein bisschen tricky, das hier reinzukriegen. Nee, eigentlich gar nicht. Passt. Toll. Nice. Dann kommt hier der zweite rein. Alle beide sind drin. Das ist geil. Okay, und dann schreiben wir mal jetzt. Also ich muss meine Hausaufgaben machen. Komm. Ich muss meine... Ist das geil. Ey, das ist echt lustig, weil ich schaue nur oben hin und unten schreibt da dann einfach automatisch, ne? Eigentlich schon geil, oder? Kriegen wir den dritten auch noch hin? Ja, da müssen wir jetzt schon echt austarieren. Na, okay, 2 macht mehr Sinn. Das ist echt, also die sonst zu balancen ist ein bisschen schwierig. 2 ist schlauer. Aber der Abstand, den könnte man noch ein bisschen perfektionieren, aber ansonsten, wie sagen wir so? Ich soll im Unterricht nicht schwitzen. Eigentlich nice. Da kommen die Flashbacks auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall in meiner Karriere so einige Strafarbeiten schreiben müssen. Und jetzt fällt mir auch gerade auf, das Ding hier, ja, das ist ein besserer Zirkel. Also das ist no joke, ein 10-mal besserer Zirkel als was auch immer das da darstellen soll. Ich weiß auch nicht, ob das auffallen würde, aber eigentlich ist eine geile Idee. Gehen wir mal weiter, ob das nächste auch eine geile Idee ist, weil das kann ich mir eigentlich schon wieder nicht vorstellen. Also es klingt eigentlich schon mal wieder viel zu gut, um wahr zu sein. Büroklammern aus dem 3D-Drucker. Man kennt's. Man sucht eine Büroklammer, hat keine. Also immer, wenn man eine Büroklammer braucht, findet man keine. Und ja, dann liegen die immer random irgendwo rum. Hier sind Büroklammern, sogar mit einer schönen Schildkröte. Ja, da gibt es Pluspunkte für. Und einen süßen Delfin, da gibt es auch Pluspunkte für. An sich funktioniert sie eine Büroklammer, ist ein bisschen flexibel, aber vielleicht funktioniert es trotzdem. Na klar, wenn wir hier unsere Strafarbeit quasi abgegeben hat oder abgeben wollen, haben wir hier quasi 3, 4, 5 Seiten, man kennt's. Wir heften mal so 3 Seiten zusammen und dann zischen wir hier schön unseren 3D-gedruckten Delfin, Schildkröte, hier rein. Der Lehrer wird sich freuen. Zack. Und dann hält das.
mehr oder weniger, weil, also wirklich halten tut es jetzt nicht, nee. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es funktionieren könnte, aber dafür müsste es deutlich dicker sein. Ich mache mal gleich zwei auf einmal. Können wir das mal ein bisschen simulieren, wie das wäre, wenn es doppelt so dick ist? Ja, aber selbst dann, also dann hält es immer noch nicht wirklich. Ja, wenn es ein gutes Stück dicker wäre, fände ich, dass es funktionieren könnte und größer. Aber so klein wie es jetzt ist, funktioniert es einfach nicht. Ja, ist es ganz cute. Also wenn du jetzt einfach nur so ein Blatt hast oder zwei Blätter, die eh schon zusammenhängen und dass du dann noch quasi so eine süße Schildkröte ranhängst oder so, fände ich eigentlich ganz cute. Aber nur Deko, nicht wirklich Funktion. So, und jetzt kommen wir zum letzten, ja, zum fünften. Und zwar dachte ich mir, das könnte ja actually richtig nice sein, wenn man, also ich dachte mir gar nichts. Ich habe es im Internet gefunden, lol, und dachte mir, das könnte geil sein. Eine Schablone für To-Do-Listen. Also ich mache das gerne, dass ich mir To-Do-Listen mache und halt so aufschreibe, was kannst du machen. Und hier ist halt einfach, wie gesagt, eine Schablone. Genau, da kommt ein Kästchen rein, wo man was abhaken kann oder ein Kreis. Kann man sich dann aussuchen, links oder rechts. Also kann man entweder halt auf links oder auf rechts drehen. Und dann natürlich so eine Zeile, wo man da was schreiben kann. Und das probiere ich jetzt mal aus. Ist ein bisschen klein, aber gut. Ich meine, so ist es halt so einkaufszettelmäßig, ne? So passt halt auch so ein kleines Post-it vielleicht drauf. Also gar nicht mal so verkehrt. Boah, das ist aber, nee, das ist nicht geil. Also hier komme ich kaum durch. Das könnte man optimieren, aber die Idee an sich wird er dadurch jetzt nicht beeinträchtigt. Und schon hat man, ja, eigentlich nicht schlecht. Kann man eigentlich machen. Zum Beispiel ne, Milch, Pizza, Obst, Gemüse, Oliven. Jetzt habe ich Hunger. Und dann gehst du einfach hin und machst zack, 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 zack. Also ich würde es ein bisschen größer machen und ich würde auch die Linien dicker machen. Aber an für sich, also der Kreis, ne, der funktioniert wahrscheinlich genauso. Ein paar Mini-Kreise, dann kann man die halt irgendwie abhaken. Das ist cool. Also die Idee ist geil. Das kann ich tatsächlich auch empfehlen. Also wenn ihr euch handschriftlich Notizen macht, dann ist das eigentlich echt praktisch. Ich würde es allerdings doppelt so groß drucken. Und dann, wenn man es doppelt so groß druckt, ist der Abstand hier dazwischen vielleicht auch groß genug. Ansonsten müsste man es mal anpassen. Ich würde es auch generell anpassen, dass, nee, wobei, das ist sogar, ja, das passt sogar hier genau ins Format rein. Das ist echt satisfying, dass es hier genau in so eine Zeile rein passiert ist mal. Nice! Also ich finde jetzt mal, so alles in allem waren, glaube ich, die 3D-Drucke der letzten Folge bisschen praktisch. Wir gehen es von Anfang an durch. Der Tesaspender ist nice. Wenn ihr sowas nicht zu Hause habt, dann kann man sowas auf jeden Fall machen. Vielleicht nicht mit PLA, mit dem weichen Material, sondern mit ABS. Ansonsten kann man machen. Cooles Design. So, dann, was man nicht machen kann, das finde ich echt, ja, es ist echt schwach. Also der Zirkel. Kauft euch lieber einfach einen oder, also man kann ja mit Sicherheit auch einen richtigen Zirkel, also dieses normale Konzept verwirklichen mit einem 3D-Drucker. Das war nicht so ein geiler Vorschlag. Aber geiles Design. Dann der Schummelstift. Ich habe sowas tatsächlich schon mal früher auch gemacht. Und zwar geht das auch gar nicht so schwierig. Also alte Hasen wie ich kennen diesen Trick, ihr vielleicht auch. Man kann ja einfach so zwei Stifte nehmen, sich die dann in die Finger rein donnern. Und dann kann man halt auch das so machen, ne? Also ich darf im Unterricht nicht schwätzen. Und actually ist der Griff halt auch noch nicer und man kann halt hier auch den Abstand so einstellen, dass es halt passt. Ne, dass man hier wirklich in der gleichen Zeile ungefähr schreibt, ne, dass es hier so passt. Das geht. Also ich finde an und für sich ist lustige Idee. Das macht ein lustiges Thumbnail. Also wahrscheinlich hat sich jeder jetzt von euch gedacht, hä, voll geil und hat dann aufs Video geklickt. Also danke dafür auf jeden Fall. Aber in der Praxis ist es wahrscheinlich nicer. Ne, wobei, wenn der Abstand richtig wäre, das ist auf jeden Fall komfortabler. Ja, okay, hat Daseinsberechtigung. Kann man, ja, vielleicht schon. Wenn das jemand von euch mal probiert, mit so einem Stift eine Hausarbeit oder irgendwelche eine Strafarbeit zu schreiben, schickt es mal auf Instagram oder so, markiert mich. Das war super funny. Dann die Büroklammern, wie gesagt, als Deko, okay, halbwegs brauchbar. Ansonsten kompletter Müll, ne, weg. Und das kann man auch nice sein. Hat noch Optimierungsbedarf, aber die Idee ist richtig geil. Und das war's dann damit von diesem Video. Den Link zu Grammarly findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, wenn ihr eine perfekte englische Rechtschreibung und Grammatik haben möchtet am PC. Und damit war's das dann von mir. Wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, abonniert gerne diesen Zweitkanal hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.